Schön Express-Fritze bitte servieren hier. Mal gut. Fritze bitte einmal kurz medizinisch ein bisschen versorgen. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Blödes Spiel. Ich wollte das. Und das. Naja, Lombrero ist ja auch noch nicht gelevelt. Müssen wir ja auch noch machen. Erstmal die Arena überstehen, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt die beiden anderen auch noch auf das Level ziehen, dann haben wir alle, die sich das hier angucken, Augenkrebs. Und das wollen wir ja auch nicht. Dann geht es nicht bei mir auch auf die Augen, aber Fritze, willst du dich noch fertig machen? So, jetzt haben wir mal die Chance, einen Samurzel zu fangen. Der ist nämlich gar nicht so häufig in diesem Spiel. Aber wir haben eins. Los, Fritze, Blitz, kill! Los, Fritze, Blitz, kill! Entwickelt sich Fritze Blitz 25 oder 26? Ich weiß es gerade gar nicht. ...26 scheinbar. Gut. Supertrank, vielen Dank. Ha. Ich bin heute wieder in Reimstimmung. Und auf zu Valtea. Und natürlich auch noch einmal Shift F1. Hätte ich jetzt F1 gedrückt, wären wir richtig gekniffen gewesen, weil dann wäre er nämlich wieder zum ersten Kampf von weiter gesprungen. Ach komm, den Text kennen wir doch schon alle. So, Kollege, komm her. Vielleicht sind wir jetzt stark genug. Ich habe eine Befürchtung, was Voltoball jetzt macht. In dem Fall probiere ich mal das ein bisschen zu umgehen. Hau jetzt Zickzacks rein. Wenn er jetzt Finale macht, ist Zickzacks weg. Ja, natürlich. So, als ob er es gewusst hätte. Ah. Ja, toll. Hat das super funktioniert, meine Strategie. Dann versuchen wir es einfach mit Kill. Ja, und schon, Junge, ein bisschen. Killia, kriegst du es hin? Nein, egal. Jungmut kriegt die vollen EP. Und es kommt Schnitzelblitz. Komm, Volltreffer. Ah, so close. Ich war schon überlegen, wehe Donnerwelle oder sowas. Wenn jetzt paralysiert werden so auf dem letzten Meter, dann wäre das echt suboptimal. Sieht aber ganz gut aus. Ja, jetzt kommt Magneto. Magneto ist kein Gegner für Jungblut. Das Volumen ist weiter stärkstes Pokémon, kommt erst danach. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Ja, hier Magneto, kein Problem. Geht alles. Ich sollte mit der Jungblut gleich mal vom letzten Kampf aufpäppeln. Das ist doch etwas angeschlagen. Voltenso, das ist Fritzewitz Entwicklung, da seht ihr die schon mal. Kann ich mal einen Fritzewitz reinschicken, der übersteht es eh nicht.
So sieht das Viech dann aus. Optisch unschwer zu erkennen, dass es ein Elektro-Pokémon ist. Wo ist ein Sprudel da? Damit kann man Jungo nämlich eventuell komplett fit machen, genau. Angriff von Voltenso steigt, das ist nicht gut. Können wir... Funktioniert das? Ja, sehr gut, Voltenso ist paralysiert. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob Donnerwelle gegen Elektro-Pokémon hilft. Der rächt sich erstmal, das ist ja super. Komm, Flitzeblitz, ruckzuck die des Todes. Naja, gut. Nur tot. Ach komm, Junge, ein erfolgreicher Doppelkick und der ist down. Okay, zwei erfolgreiche Doppelkicke. Junge ist down. Ah, da kam eine nicht ganz so schöne Wendung. Haben wir nicht noch? Wir haben. Ja, und jetzt ist der Typ natürlich paralysiert. Das ist wieder typisch. Aha. Jo. Oh. Was für eine Beleberverschwendung. Leiter Valtea ist besiegt. Dynamo-Orden von Walter erhalten. Das gefällt mir sehr. Ja, TM Schockwelle. Also ich weiß, dass es Schockwelle ist. Arena-Leiter Walter wurde im Pokémon-Verzeichnis eingetragen. Ich bin gerade überlegen, bringen wir Schockwelle bei Fritzeblitz bei oder mal gucken, wer es lernen kann. Ja, komm, das bringen wir Kirlia bei, weil Fritzeblitz beherrscht ja schon Funkensprung. Zwei Elektroattacken braucht er nicht. So, Kirlia, herzlichen Glückwunsch, du kannst Schockwelle. So, erstmal ganz dringend ins Pokémon Center. Aber nicht hier, weil wir holen uns nämlich erstmal die nächste VM. Ich hoffe, das funktioniert jetzt schon, aber ja doch, wir können es da drüber reinsetzen. Das sollte funktionieren. Ups. Den Tunnel kennt ihr vielleicht noch. Och nö. Den hatte ich überhaupt nicht auf der Uhr. Kleinschwein. Jungut soll eigentlich gar nicht kämpfen. Dombreo wäre mir viel lieber. Der hinkt nämlich etwas hinterher. Aber so ein Gesteinstrainer ist gar nicht schlecht, um das vielleicht mal ein bisschen zu ändern. Ich bin gerade Pokémon überschlagen, was es auf den nächsten Routen für interessante Pokémon gibt, die wir eventuell fangen könnten. In der übernächsten Stadt könnten wir Vipitis fangen. Vipitis ist ein Gift-Pokémon, das ist ein sehr starke Gift- und Unlicht-Attacken. Das könnte man auch mal machen. Sehr starkes Pokémon. Ja, ansonsten wird sich unser Team, glaube ich, erstmal in den nächsten Folgen nicht verändern. Ist für mich auch ganz angenehm, weil ich muss immer jedes Bild, das ihr jetzt unten seht, immer manuell einfügen. Wenn ich das nicht um 10 Mal pro Folge machen muss, erspart das einiges. So, Moment, wer hatte das Dingsbums-Item? Makoban, genau. Da ist es. Genau. Ja, Sombrero und Kirlia sind jetzt erstmal dran. Der Rest sieht erstmal ganz stabil aus vom Level. So, und jetzt brauche ich ein gewisses Item. Da. Nein, shit, verdrückt. Wählen. So.
Ah, da ist es. Darum ging es mir. Und wieder das Allrad eintragen. Jetzt achte mal genau auf den Dialog von dem Typen. Er hat seine Brillen fallen lassen. Können wir ihm helfen, sie zu finden? Ja, es ist ein Schattenglas, das hat er nicht gesucht. Guckt ihn euch mal genau an, der hat eine Brille auf. Schöner Spielfehler. Er hat eine Brille auf und sucht seine Brille. Good job, würde ich sagen. Capi Plus, das ist sehr schön. Werde ich aber nicht behalten, weil das können wir verkaufen für 4.900. Davon haben wir im Moment mehr als von 1 KP mehr auf irgendeinem Pokémon. Ja, Sombrero, das lassen wir mal gleich. Das lohnt sich nicht. Das ist der Metaflur-Tunnel, wo wir in Folge 4, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, mal waren. Zu schade, der Beutel ist voll. Okay, wir müssen gleich ein bisschen was verkaufen. Damals gab es ja noch einen begrenzten Beutel. Ich vergaß. Flinkklau können wir mal geben. Wer ist denn relativ langsam? Jungblut von mir aus. So. Dann kriegen wir den erstmal mit. Ja, vielen Dank. Firmel. Ciao. Zertrümmer war mal die Felsen. Und wir erhalten die VM Stärke. Das ist sogar eine VM, die ich gerne meinem Pokémon beibringe, weil es eine Attacke ist, die tatsächlich stark ist. Heike. Ich vermute, Heike ist die Mutter von Heiko. Frag mich jetzt nicht, wie ich darauf komme. So, wer kann eigentlich alle Stärke? Aber Stärke hat Stärke 80. Das ist halt richtig geil. Sombrero. Oh, da kann der Sombrero ja nicht mal kämpfen. Ja, hier. Herr Stauner. Ciao. Hier, scheiß auf Yauda. Gut. Das ist sehr schön. Haben wir für Sombrero jetzt einen Attack, mit der er kämpfen kann. Das finde ich sehr gut. Ist unser Team fit oder ist irgendwer Pokécenter bedürftig? Nee, okay. Ja, würde ich sagen, auf zu neuen Ufern. Sombrero bräuchte nur dringend mal eine Wasserattacke. Schade, ich hatte auf einen Kleinstein gehofft. Ja, die Top 4 sind in der Tat schwer, junger Mann. Sombrero und Kirlia, meine beiden Sorgenkinder, obwohl Sombrero inzwischen ja nicht mehr. Ja, können wir jetzt nicht viel machen. Ja. Na, immerhin ist er verwirrt. Ja, schade, ich hatte gehofft, er zieht sich eventuell selber ein über. Damit hätten wir das Ganze eventuell ein bisschen beschleunigt. So, Flurm ist tot. Ja, dann mach ich mal Stärke, Konfusion. Aha. Oh. Ciao. Ja, der Kampf war etwas nervig, weil magnetisches Stahl-Pokémon halt nicht so einfach zu knacken ist. Nein, wir lassen uns nicht interviewen, da habe ich grundsätzlich was gegen. Zumal es dann einfach im Sinne des Spiels auch einfach nichts bringt. Ich habe es ausprobiert, es bringt nichts. Du bist der Trainer? Ja, du bist der Trainer. Hallo Trainer. So, ups, ich wollte eigentlich nur Absorber einsetzen, weil so viel brauchen wir jetzt ja nicht mehr zum Sterben. Meryl!
Da können wir uns mal wieder ein bisschen dran heilen. Vermute ich mal. Ich spule mal ein bisschen vor, weil Kämpfe mit Absorber dauern immer ein bisschen. Ich bin außergewöhnlich. Das hat die junge Frau gut erkannt. Wir wollen dringend stärkere Pflanzen- und oder Wasserattacke für Lombrero. Zu den TMs in der Richtung gibt es erstmal keine. Später Surfer nach Orden 5, aber bis dahin. Ich kann nicht drüber nachdenken. Guck mal, wir müssen noch eine Feuerarena vor uns haben und es eigentlich sehr gut wäre, wenn Lombrero bis dahin eine Wasserattacke könnte. Aber naja, wir hoffen mal das Beste. Auf jeden Fall gibt es hier gut IP. Er ist stark, er weint nicht, wenn er verliert. Das lasse ich doch eigentlich ankommen. Blanas, das gibt IP. Na bitte, seit die Lombrero stärker kann, geht's ja sogar halbwegs. Das war ja einfach. Nee, danke, ich will nicht singen. Außerdem kann ich das nicht allzu gut. Schwalbini, das könnte eventuell wehtun. Nö, doch nicht. Lombrero, das gibt EP. Lombrero Fight. Wir schrecken natürlich zurück. War ja klar. Och, das lebt noch. Ist das euer Ernst? Lombrero, kill! Oh, 500 EP, das hat sich gelohnt. So, gibt's hier interessantes Wildvieh? Meppel, haben wir noch nicht. Kann man tatsächlich mal eins fangen? Finde ich. Was? Mehr sein Pokémon hier für Melle definitiv nicht aus. Das ist es nicht wert. Meine Güte, Melle. Get in the fucking ball. Karma Orb haben wir auch nicht. Ja, toll. Kann man nochmal ein Exemplar von mitnehmen. Ist ein sehr interessantes Feuerboden-Pokémon. Ja, ich fange jetzt nebenbei auch einiges. Bringt uns zwar eigentlich fast nichts, aber es schadet ja nicht, den Pokédex zumindest ein bisschen zu füllen. Sieht schön aus. Genau, wir hatten schon das Vergnügen. Denn jetzt die beiden Gentlemen hier oben. Okay, da kommen wir nicht durch. Da ist Team Magma im Weg. Oh, verdammt, Spoiler. Es gibt nicht nur Team Aqua in diesem Spiel. Hä? Ja, das juckt uns jetzt nicht allzu sehr. Mach Hollow. Das machen wir mal kurz mit Kirlia, würde ich sagen. Oder Kirlia, was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Kirlia levelt, das ist super.